Und da bin ich auch schon wieder mit der nächsten Folge. Wir müssen hier nur noch einen Hinweis uns holen. Und dann ist Robert de Sabres Zeit abgelaufen. Dafür müssen wir ein Dachrennen bestreiten. Und dafür müssen wir natürlich in allererster Linie auf ein Dach. So, wir müssen jetzt natürlich verdammt viele Meter in relativ kurzer Zeit zurücklegen. Aber wir tun unser Bestes. Nein! Verdammt! Warum? Das wird uns zeitlich überhaupt nicht gut zu Gesicht stehen. So etwas tun? Und da können wir nicht hoch. Verdammt, 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 verdammt! Na, das wird wohl eher nichts werden. Unheimlich langsam der Gute manchmal. So klettermäßig. Okay, 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 okay. Okay, nein, 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 nein. Das ist völlig utopisch. Da gehen wir doch lieber schon mal auf den Rückweg. Aber liebe Freunde, das können wir schaffen. Das können wir schaffen. Das ist an sich nicht so das große Ding. Also manchmal klingt Arabisch ja wirklich komisch. So. Vorne müssen wir hin. Weiteres Fähnchen haben wir eingesammelt. Das Jerusalem-Kreuzchen. Okay. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht. Was stimmt denn das denn gerade? Was ich nicht schon gesehen hätte. Kettenreaktion. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Du solltest aufhören, so viel zu reden, wenn du keine Ahnung hast, mein Freund. Wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du dir diese Äußerung wahrscheinlich mehrfach überlegen. Okay. Diesmal werden wir es schaffen, liebe Freunde. Das war schon wieder ganz schön knapp gerade. Nein! Boah. Da bin ich abgerutscht. Das sind wahrscheinlich wertvolle Sekunden, die uns das gerade gekostet hat. Aber noch haben wir eine Chance. Komm schon. Okay, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Nein, ihr was zum? Er wird sich verletzt. Wo ist der denn? Und wenn das passiert, wo ist er? Nein, geht nicht. Da! Nein. Ihr kommt zur richtigen Zeit, Alter. Ich habe etwas Unmögliches gefunden. 27. Die Befehle für Roberts Wachen. Zwei ich habe eine Karte angefertigt, die ihre Positionen zeigt. Macht sie euch zunutze. Oh, Mann, 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 Mann. Nervenkitzel pur. Okay, jetzt wissen wir zumindest theoretisch, wo Robert ist. Jetzt müssen wir einfach nur noch zurück ins Büro. Eine kleine Spende. Und ihn dann erledigen. Und auf diesen Moment haben verletzen. Wir jetzt schon lange gewartet. Liebe Freunde, wir sollten sicher gehen, dass wir voll aufgeladen sind für unsere Taten. Wo will er bloß hin? So. Oh Gott, Robert, du kleiner Hinterhältiger. Dich erwischen wir auch noch. Dich erwischen wir auch noch. Es ist nicht mehr lange. Dann können wir das Attentat starten. Im Kampf für unsere glorreiche Kultur auch was mag ihn veranlassen, so zu rennen? Wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Ich muss sogar sagen, so langsam tut mein W-Tastefinger weh. Mein Mittelfinger. Vom vielen Vorwärtsdrücken. Aber, liebe Freunde, das darf mich jetzt nicht aufhalten. Ihr verbreitet den Geruch des Erfolges, Bruder. Dankeschön. Ich weiß viel über den Feind. Dann teilt euer Wissen. Sehen wir, ob es uns weiterhilft. Robert und die Templer ziehen durch die Stadt. Sie sind gekommen, um Mashtadin die letzte Ehre zu erweisen. Sie werden sein Begräbnis besuchen. Also werde ich das auch. Warum sollten die Templer seinem Begräbnis beiwohnen? Ihre wahren Absichten habe ich noch nicht erkannt, aber ich werde mir Gewissheit verschaffen. Das Volk ist geteilt. Viele fordern ihr Leben. Andere glauben zu wissen, dass sie hier sind, um zu verhandeln, um Frieden zu schließen. Frieden?
Ich sagte es euch. Die anderen, die ich erschlug, sagten dasselbe. Das würde sie zu unseren Verbündeten machen. Und doch töten wir sie. Macht keinen Fehler. Wir sind nicht wie diese Männer. Auch wenn ihr Ziel edel erscheint, ihre Wege, es zu erreichen, sind es nicht. Zumindest, das ist, was Al-Mualem mir sagte. Wie lautet euer Plan? Beim Begräbnis trete ich Robert gegenüber. Je eher, desto besser. Wir schnappen uns Robert de Sabre, liebe Freunde. Möge das Schicksal euch hold sein. Davon kannst du ausgehen. Bevor ich gehe, habe ich euch etwas zu sagen. Heraus damit. Ich war ein Narr. Normalerweise würde ich nicht widersprechen, aber was soll das? Was meint ihr? Die ganze Zeit. Ich sagte nie, dass es mir leid tat. Ich war zu stolz. Ihr verlort euren Arm wegen mir. Und Kadar. Ihr hattet jedes Recht, mir zu misstrauen. Ich akzeptiere die Entschuldigung nicht. Ich verstehe. Nein, ihr versteht nicht. Ich akzeptiere sie nicht, weil ihr nicht derselbe Mann seid, der mit mir in Salomons Tempel zog. Und daher müsst ihr euch nicht entschuldigen. Malik. Wenn ich nicht so voller Neid gewesen wäre, ich wäre nicht so unachtsam gewesen. Ich trage genauso viel Schuld. Sagt so etwas nicht. Wir sind eins. So wie wir den Ruhm unserer Erfolge teilen, sollten wir den Schmerz unserer Niederlagen teilen. So wachsen wir zusammen. So werden wir stärker. Danke, mein Bruder. Ruht euch aus, Altair, auf dass ihr dem, was vor euch liegt, gewachsen seid. Und nach dieser inspirierenden Ansage sollte es uns doch möglich sein, hier unser Werk zu vollrichten. Da ist er. Robert de Sabre, liebe Freunde, und es... Es juckt mir wirklich in den Fingerspitzen. Mit diesem kleinen Idioten. Endlich Schluss zu machen. Er hat schon viel zu lange überlebt. Und Ärger über dieses Land gebracht. Er will den Leuten ihren freien Willen nehmen. Er will sie versklaven. Er sagt zu ihrem Guten. Nur Macht, die er sucht. Und das ist kein edles Ziel, liebe Freunde. Und so werden wir ihn auch nicht unterstützen, sondern ihn am Ende bereiten. Sobald wir ihn sehen. Sobald wir ihn erwischen. Edelbauer, bevor ich mich vergesse. Oh, schlechtes Timing. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht! Lauf, ihr könnt nicht fliehen. Komm ruhig wieder. Ich sehe ihn, dort ist er. Ihr werdet mir nicht entkommen. Okay, mein Kampfmodus. Oh Gott. Jetzt hängt er nicht mehr. Wer hat das getan? Das sind keine Gründe. Komm doch her. Liebe Freunde, ihr seid nichts weiter als Aufwärmung. Robert ist ab. Obwohl der Kampfmodus echt laggy ist auf dem Teil. Oh, und jede Wunde, die ihr mir zufügt, liebe Leute, verstärkt mein Feuer. Jeder Schlag in den Bauch macht mich entschlossener, uns allen ein Ende zu machen. Aber Stress, liebe Freunde. Sollte diesen Stress auch kennen. Das ist meine Träume verbunden. Das ist aufregend für mich. Auch du hast dein Leben verwirrt.
Geräte deinem Schöpfer gegenüber. Und auch du wirst dein Ende hier finden. Und weiter geht's. Weiter hoch, dort spreadet, mein Lieber. Halt! Ihr dürft hier nicht passieren! Oh. Und er wieder stirbt! Und denn? Du willst den Tod, dann sollst du ihn kriegen. Seht ihr sie? Die große Festung. Ich denke mal, dass hier wohl... stattfinden wird. Und liebe Freunde, ich frage mich gerade, ob wir da vielleicht irgendwie hochkommen, um vielleicht schon Wachen auszuschalten. Und es uns tatsächlich vergönnt sein wird, Robert de Sable auszuschalten. Seine bösen Machenschaften für immer zu beenden. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Aber du, oder was? Okay, hier scheinen wir wahrscheinlich nicht hochzukommen. Nee. Sie kommen uns zu verfolgen. Sollen sie doch, liebe Freunde. Sie uns doch verfolgen. Er macht hier einen Fehler nach dem anderen. Komm schon. Komm. Weg mit dir. Das wird euch nicht gelingen, mich zu ermorden. Das wird euch auch nicht gelingen, mich aufzuhalten. Tretet alle euren Schöpfer gegenüber und glaubt mir. Robert de Sable wird bald folgen. Seiner verqueren Logik des Friedens, ha? Ja, jeder Schlag, den er mir verpasst, macht mich nur noch entschlossener. Stopp. Werft mich ruhig herum. Das wird euch letztendlich auch nicht bringen. Okay, ein größeres Maß von Vorsicht angesagt. Und auch er hat jetzt ein Ende gefunden. Er wird sich noch verletzen. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Mir ist jetzt auch egal, wie lang dieser Folge hier dauern wird. Der englische König möchte uns verhandelt der Erde tilgen. Wir müssen widerstehen. Wir müssen zurückschlagen. Wo wird er bloß hin? Es geht hier lediglich darum, ist er auf der Flucht, um ihr Ziel zu erreichen. Er hat sich. Ich habe nichts.
Lass mich durch. Das wird also alle erleben, bevor ich durch kann. Kann ich leben. Amen. Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid Adin zu betrauern, der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht. Denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge. Wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment. Denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Dieser Mann ermordet. Wir haben nach seinem Mörder gesucht, aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht, denn es scheint, einer von ihnen weit unter uns. Oh, sie haben er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart und muss dafür zahlen. Packt ihn! Bringt ihn nach vorne, auf dass Gottes Gerechtigkeit ihn treffen mag. Seid stark, das weiß ich. Liebe Freunde, ich sollte versuchen, erst einmal zu fliehen. Erinnert ihr euch an den Titel? Das heißt, es zurückzuziehen. Andersrum, als wir angefangen haben, herausgefunden haben. Mann, dieser Robert kann austeilen. Wir werden gleich noch testen können, ob er genau so gut einstecken kann. Und wenn wir bereits den ersten unüblichen Kontakt bereiten. Auch den haben wir weggenommen. Es werden immer weniger. Okay. Konzentration. Robert weiß wirklich, wie man austeilt. Okay, vielleicht seht ihr, was wir vorhaben. Land, das
Mein Plan ist es, unsere Verbündeten zu nutzen. Aber irgendwie geht das gerade nicht richtig. Aber jeder Schlag, den wir richten können, ist ein Gewinn. Bam! Klatscher! Und damit haben wir auch Robert de Sable. Ich will eure Augen sehen, bevor ihr sterbt. Mit einem kleinen Trick erwischt. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Was? Ist das Hexerei? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Was? Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit, um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al-Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Roberts Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ah, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazenen und Kreuzritter sollen sich vereinen gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert. Oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Das hat ja keine Ahnung. Und jetzt gilt es, zurück zum Büro zu kommen. Das gibt es doch nicht, diese verdammten Kreuzritter. Templer. Sie haben uns tatsächlich dran gekriegt. Ja, wir merken meine Enttäuschung vielleicht an. Ich bin ja wenig begeistert über die Entwicklung, die das hier genommen hat. Robert de Sable zu töten wäre doch mein Wunsch gewesen. Aber lieber Freund, jetzt heißt es zurück ins Büro. Ins Büro, wir dürfen uns von dieser Niederlage nicht verstecken lassen. Ja, das ist diese Frau dort. Und eröffnet hat, war ja auch alles andere als rosig, was unsere Zukunft angeht, die Zukunft der Assassinen. Also kommt hierher. Oh, und jetzt sind wir alleine, mein Lieber. Zurück. Es war eine Falle. Ich hörte, es gab Tumulte beim Begräbnis. Was ist geschehen? Robert de Sable war nicht dort. Er hat jemand anderes an seiner Stadt geschickt. Er hat mich erwartet. Ihr müsst zu Al-Mualem. Wir haben keine Zeit. Sie sagte mir, wohin er will. Wenn ich nach Maisyaf zurückkehre, könnte er Erfolg haben. Und dann würde er uns vernichten. Wir haben die meisten seiner Männer getötet. Er kann keinen offenen Angriff führen. Wartet. Sagtet ihr sie? Ja,
Es war eine Frau. Seltsam, ich weiß. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen uns auf Robert konzentrieren. Wir mögen seine Reihen geschwächt haben, aber der Mann ist gerissen. Er trägt seinen Fall Richard und Salah al-Din vor, um sie gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen. Gegen uns. Das müsst ihr falsch verstanden haben. Das ergibt keinen Sinn. Diese Männer würden nie... Oh doch, das würden sie. Und es ist unsere Schuld. Die Männer, die ich tötete. Männer beider Seiten des Konflikts. Wichtige Männer für beide Führer. Roberts Plan ist ehrgeizig, aber er macht Sinn. Und er könnte aufgehen. Seht doch, Bruder. Die Dinge haben sich verändert. Ihr müsst nach Masyaf zurück. Ohne Erlaubnis des Meisters können wir nichts tun. Es könnte die Bruderschaft gefährden. Ich dachte, ihr hättet das nunmehr begriffen. Versteckt euch nicht hinter Worten, Malik. Ihr führt unser Credo und seine Dogmen wie ein Schild. Er verbirgt etwas vor uns. Etwas Wichtiges. Ihr habt mich gelehrt, dass man nichts wissen kann, nur vermuten. Nun, ich vermute, unser Kampf gegen die Templer geht tiefer. Wenn ich mit Robert fertig bin, reite ich nach Masyaf, auf das wir Antworten erhalten. Aber vielleicht könntet ihr schon vorgehen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Dann mischt euch unters Volk. Befragt die Diener der Männer, die ich tötete. Findet heraus, was ihr könnt. Ihr habt scharfe Augen. Vielleicht seht ihr etwas, das mir entgangen ist. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Tut, was ihr müsst, mein Freund. Aber ich muss gen Arsur aufbrechen. Jeden Moment, den ich zögere, gewinnt unser Feind an Boden. Das stimmt. Seid vorsichtig. Das werde ich. Versprochen. Auf geht es, Alter, hier. Nach Arsur reiten und Robert finden. Ja, liebe Freunde. Und nach dieser Aktion beende ich mal diese Folge. Ich hoffe, wir kriegen das noch irgendwie gebacken. Bis dahin. Ciao.